Hallo liebe Hater, bitte abonniert auch meinen Backup-Kanal Demon 2.0. Rita legt Hoden. Im Prinzip ist es so. Ich habe bei der Polizei angerufen, die haben bei der Polizei angerufen. Und es gibt halt ein Gespräch zwischen der Polizei und dem Idioten, der da angerufen hat. Und nicht zuletzt ist da unter anderem die Aussage vom Polizisten selber, weil der fragt halt so, ne, weil der halt so erzählt, was ich erzählt habe, was zum Teil gar nicht so stimmt, aber gut, das ist, ne, es hat er zu gesagt, was ich gesagt habe, das stimmt aber nicht so, wie er das gesagt hat, aber es spielt keine Rolle. Es geht erstmal darum, der ist hergegangen und hat behauptet, dass ich gesagt habe, dass die Polizei ja kommen muss, weil es ja ihre Aufgabe ist. Und das ist ja auch so. Und die müssen ja kommen, weil sonst ist das unterlassene Hilfeleistung. Anhand der Polizei ist das ja Pflicht, das ist ja ihr Job. Und es ist ja auch keine, das ist ja auch nicht so, dass ich Wolf rufe und es ist kein Wolf da, sondern das ist ja wirklich immer Tatsache, dass es passiert auch. Von daher kann man mir auch keinen Strick daraus nehmen, weil ich angeblich Fehlalarme gebe, was ja nicht der Fall ist. Und jetzt kommt's, da sagt halt der Bulle so wortwörtlich, nee, müssen sie nicht. Also im Prinzip sagt er zum Hater, nee, die müssen nicht kommen. Das ist erstmal noch nicht so schlimm. Man meint halt, der Hater so, ja, das heißt, es ist im Prinzip, wenn da jemand hingeht und den abschlachtet oder so, also den tötet, dann müsst ihr da nicht hin. Und das sagt er, wortwörtlich, es wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Was wäre nicht so schlecht? Wenn ich abgeschlachtet werden würde. Das hat der Polizist gesagt? Er hat nicht diese Worte verbraucht, sondern er hat gesagt, das wäre vermutlich das Beste oder das wäre vermutlich nicht so schlecht. Irgendwie sowas in die Richtung hat er gesagt. Auf die Frage hin, was passieren würde, wenn die mich abmurksen würden. Mhm. Aber und dann hat der andere nochmal nachgefragt, wie jetzt, wenn jemand da hingeht und den erschießt oder den umbringt, und das hat er wirklich so gesagt, wäre das in Ordnung. Hat er gemeint, ja. Heftig, aber weiß man, ob das wirklich ein echtes Telefon ist? Das war ein echter, ich kenne den nämlich, der da. Hand. Ah, okay. Natürlich. Ja, krass. Ja, krank. Ja. Und da ging noch einiges mehr. Also, das Ding, das Video, das Telefonat geht irgendwie 5 Minuten. Ich habe bloß mal reingeskippt. Aber hast du gespeichert, oder? Ja, ich habe es mir gesichert. Ja, perfekt. Wäre ja vielleicht. Die Sache ist, das ist wahrscheinlich, durch dieses Video bin ich vermutlich in der Lage, einen kompletten Freispruch zu erwirken. Mhm. Generell für die Prozesse, die aktuell anstehen. Für alle. Weil ich stehe ja vor Gericht, weil ich jemanden körperlich verletzt habe. Mhm. Aber das ist ja nur passiert, weil ich keine andere Wahl hatte. Und dadurch, dass es jetzt natürlich so steht, so ja, und man jetzt halt auch sieht, dass ich das nicht nur sage, sondern dass es halt auch wirklich so ist. Laut dem Aussagen, weil der auch meiner, ja, die müssen nicht kommen und bla und keine Ahnung. Es ist halt so, dass die. Es ist halt so. Entschuldigung, ich bin abgelenkt wegen den Idioten vom Haus. Ja, kein Stress. Es ist halt so, dass diese Idioten. Es ist jetzt so, dass die Polizei, meine ich, die da war, eben Probleme kriegen kann. Also vermutlich, ich weiß nicht, ob der entlassen wird, aber der dürfte auf jeden Fall gewaltigen Stunk kriegen von seinem Chef. Ja. Wenn ich ihm das Video morgen weiterleite. ich habe das komplette Zeug schon weitergeleitet, nur das Video konnte ich ihm jetzt nochmal geben. Mhm. Wäre halt eine gute Möglichkeit, mich an Freispruch für alle 4 oder 5 Fälle zu erwirken. Ja. Weil wenn man sieht, ja, ich habe den verletzt und ja, ich habe denen wirklich Schaden zugefügt, aber das ist halt nur im Rahmen dessen passiert, weil halt von der Polizei her Seiten keine Sache zu erwarten war oder weil halt immer wieder die Situation auftritt und so weiter und ich dann halt keine andere Gelegenheit dazu hatte, was zu unternehmen. Ja. Ja, und das ist im Prinzip eine ziemliche Arschkarte für die Polizei jetzt. Und wenn man das vor Gericht, das muss ich morgen, werde ich das mal meinem Anwalt und meinem Bewährungshelfer vorlegen.
soll ich das mal anschauen und mit ein bisschen Glück kann man da einen Freispruch in allen Fällen erwirken. Was, wenn das der Fall ist, ich ganz ehrlich sagen muss, für mich richtig geil wäre, weil ich auf die Art und Weise wirklich sehr froh bin, dass ich damals nicht gesagt habe, okay, ich mache meinen Kanal dicht für 2 Jahre oder was und ja. Weil es hat ja geheißen, entweder ich mache meinen Kanal für 2 Jahre dicht oder das Verfahren wird halt weiter in die Wege geleitet und dann wird halt jeder einzelne Fall nochmal ordentlich durchgekaut. Die Richterin ist darauf bedacht, die Situation darauf, also sie ist mir gewogen gewesen, das muss man schon mal dazu sagen. Das hat mein Richter, mein Anwalt gesagt, die ist mir gewogen gewesen, die hat halt gesagt, die kennt halt die Situation oder hat sich mit der Situation auch auseinandergesetzt, hat es mitbekommen und ist halt mir gewogen, weil sie halt auch sagt, dass das, was die Leute hier abziehen, nicht geht. Und die hat halt auch dazu gesagt, dass es halt so ist, dass die mir halt diese Möglichkeit geben will, weil halt die Situation als solche dahin besteht, dass ich, weil die Situation dahin besteht, dass ich, dass man halt sieht, dass ich halt im Prinzip nur in der Situation bin, weil halt diese permanente Hate und Hass vor meinem Anwesen halt passiert. Und deswegen, wenn man die Konstante, also sprich meine Videos, was wiederum zu den Hatern führt, rausnimmt, dann wiederum würde man halt sehen, dass die Situation darauf besteht, dass ich halt nicht weiterhin straffällig werde. Also man diese Idioten mit einem abhauen würden, ne, wäre ja zufrieden. Also im Prinzip ging es der Anwältin da, der Polizei, der Richterin darum, dafür zu sorgen, dass es keine Wiederholungsfälle gibt, die ja schon wiederholt sind, dadurch, dass ich jetzt schon das zweite Mal verurteilt werden würde. Ja, ich verstehe. Aber weil sie halt einsichtig ist und sagt halt, ja, gut, ne, verteidigt sich halt und so, ne, muss man halt irgendwie überlegen, wie man das anstellt. Ja, gab sie mir halt diese Option. Verurteilt worden wäre ich deswegen trotzdem. Aber ich hätte halt noch einmal 3 Jahre Bewährung gehabt und hätte halt vermutlich noch mal eine ordentliche Geldstrafe oder sowas in die Richtung bekommen. So, und jetzt muss man halt gucken, wie die Situation vor Ort aussieht. Also, das ist Du, halt die so. Bullen sind auch schon hergegangen und haben mit meinen Nachbarn geredet und ich hab halt ernsthaft, ich habe halt ein Gehör wie ein Luchs, ne? Und ich saß halt bei mir im Garten auf der Bank. Und die waren halt nur die Straße ein Stück hoch. Und sind halt relativ laut am Reden gewesen. Und da sagt der Bulle halt ernsthaft zu meinem Nachbarn, naja, wenn immer solche Idioten Videos ins Internet stellen, kommt zu mir so ungefähr. Also er Ja, hat ich mich im verstehe. Prinzip als Idiot, er hat mich halt als Idiot beleidigt. Was halt eine Beleidigung darstellt. Wenn seine Zeit so verschwinden kann, wie diese Vollidioten hier, die vor meiner Haustür stehen, Alter. Ja, hier ist mal wieder Winkler, hallo. Servus. Hallo? Wie auch immer. Ja, ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, deswegen habe ich es überlegt. auf jeden Fall 6 Leute vor meinem Haus. 3 davon sind schon die ganze Zeit jetzt da, bestimmt schon 10 Minuten oder was. Und jetzt sind noch 3 dazu gekommen. Ich weiß nicht, wie viele das noch werden. Sind auf jeden Fall wieder mal schön am Rumschreien und alles. Der übliche Terz. Sehr schön, danke. Ade. Ich habe gerade überlegt, ob Servus unhöflich ist. Er hat nur gemeint, nee, alles gut. Ja, und schicken die jetzt jemanden vorbei oder was heißt alles Die schicken gut? jemanden, die schicken jemanden. Anhand meiner Laune dürftest du merken, dass das jemand Freundliches war. Also nicht die Und das schlechte ist Schicht, die du meintest. die, es sei der Früh da gewesen. Was aber interessant war, ist, dass die was aber interessant ist, ist, dass die heute früh sehr aktiv waren. Also ich vermute, dass ich 3 Stunden länger schlafen konnte, nur weil die so aktiv waren heute Morgen. Denn als ich aufgewacht bin, ist das Erste, was ich gesehen habe auf meiner Kamera, dass ein Polizeiwagen an meinem Haus vorbeifährt, stehen bleibt und weiterfährt. Das Und sieht. danach auch nochmal, etwa 10 Minuten später noch einmal. Also das zweite Mal war das dann, ne? 10 Minuten später. Und dann hat es zwar ziemlich gedauert, nachdem ich angerufen habe, aber die haben wirklich sehr akribisch darauf geachtet. Und ich habe den vagen Verdacht,
dass es an dem Video liegt. Denn Meinst du? ich habe, ja, die schauen ja sehr viel ins Netz und eine Bekannte von mir bei der Polizei hat auch schon gemeint, dass sie, also jetzt nicht in Neustadt, aber halt generell, dass sie halt auch dieses Video schon gesehen und gesichert hat, falls es ich nicht gesichert habe. Und ja, bei mir wurde das ja von jemand anderem geschickt und jetzt ist die Sache nämlich die, dass die, wenn die das gesehen haben und das dann irgendwie weitergeleitet wurde, das würde mich nicht wundern, wenn das mehrere Leute gemacht haben, dürften die da ziemlich Muffensausen haben. Also das ist auf jeden Fall meine Vermutung, ne? Es ist halt die Frage, ob das nahe liegt. Wie heißt, je nachdem, was für eine Art von Ding halt eingeleitet wurde, ne? Was für eine Art von Verfahren eingeleitet wurde. Wenn es nur an die PI Neustadt geschickt wurde, so wie ich das gemacht habe, also Polizeiinspektion heißt das ja, PI, dann wird wohl nicht viel passiert sein, obwohl es natürlich trotzdem gut sein kann, dass die ein bisschen Muffensausen haben. Obwohl das nicht die Schicht war, die heute Morgen da war, sondern eine andere. Aber das ist halt trotzdem, ne? Wenn einer so denkt, denken halt wahrscheinlich mehr so, ne? So müsste man zumindest argumentieren. Zumal ich ja permanent Probleme mit der Polizei habe. Aufgrund dessen, also ist es gut und gerne möglich, dass da eben mehr passiert als das. Und Kurzfilm der Idioten, bist du da weitergekommen? Gar nichts gemacht. Aber ich hatte die Idee vorhin, als ich mir diese Snacks gemacht habe, Ja. könnte ich doch eigentlich hergehen und könnte einfach aus Scheiß zwei Typen auf die Couch hocken. Die sind so an diesem Dinger fressen, an diesem Snack fressen und starren wie gebannt auf das Tablet. Und dann komme ich halt zur Tür rein so, schaue von denen zum Tablet und dann zum Fernseher. Was treibt denn ihr da? Dann sagt der eine so, ach, Idiotenfernsehen. Und er so, hä, ich schaue doch aufs Tablet. Sagt der andere, na klar, Idiotenfernsehen, Hater vor der Tür. Und ich dann so, oh nein, nicht schon wieder, geh raus. Und dann hörst du irgendwie aus der Ferne noch Gebrüll oder so. Und ich hätte mir da auf den Rücken der Hater Kohle gescheffelt. Und dann schauen, dass ich mit meiner gesamten Kohle meine Schulden begleiche innerhalb von diesem Jahr. Und dann, wenn es wieder kalt wird, Ende des Jahres schön irgendwo in die Südsee ziehen, irgendwo auf eine Insel oder so. Also das Und dann würdest du auch streame ich, machen. und dann streame ich in Zukunft aus meiner Hängematte. Würdest du das auch machen, also wenn du halt nicht ins Gefängnis müsstest, dieses Auswandern? Das hat mit dem Aus, das hat, das ins Gefängnis müssen, hat mit dem Auswandern nichts zu tun. Das ist ja schon ein Plan, der schon seit Jahren in meinem Kopf rumgeistert, Ach so, ich unabhängig dachte, von dem Auswandern. meintest das nur, wenn du hier ins Das Gefängnis ist kommst. der, naja, nee, das ist ja quasi der Plan, wenn ich aus dem Gefängnis wieder rauskommen würde. Ja, okay. Na, genau. Das ist, da gibt es keinen hundertprozentigen Plan dafür. Da gibt es mehrere verschiedene Überlegungen. Mit Cookie habe ich neulich ja schon mal die ganzen, Entschuldigung, die ganzen Möglichkeiten angeschaut. Auf Madeira zum Beispiel sind teilweise die, auf Madeira sind zum Beispiel teilweise die Dinger ganz schön heavy. Teuer, oder? Die Preise. Aber du Was würdest hatten wir da? kaufen und nicht mieten, Was oder? hat? Natürlich kaufen, logisch. Mieten ist Blödsinn. Pass auf, ich hatte hier doch mal spaßeshalber ein paar Objekte hier. Hier zum Beispiel ein Haus, Haus T4, Panda Delgada, kostet einfach mal 130.000. Hat zwei Etagen, Dachboden, Balkon, Barbecue, nee, Barbecue, was heißt denn das? Grill wahrscheinlich. Aus Barbecue, keine Stein. Ahnung. Aber das. Warte, ist das der mit dem Steingrill, den wir gesehen haben? Aber 130.000 ist doch mega günstig für ein Haus. Das war das mit der fetten Küche, Alter. Ja, das sag ich ja. Das ist ja der Sinn dahinter gewesen. Das habe ich ja gemeint. 122 Quadratmeter ist die Wohnfläche. Das Grundstück hat 322 Quadratmeter und es hat vier Schlafzimmer. Heftig. Ja, außerdem hat's, es ist eine ruhige Gegend. Naja, wenn ich dazu hinziehe, dann gute Sonneneinstrahlung. Ist natürlich auf sowas wie Madeira, das ist natürlich geil, wenn du sowas Sonneneinstrahlung hast.
Energiekategorie E. Keine Ahnung, was das heißt. Und ach, das ist der Verkäufer, ja. Das ist so das Grundlegende. Außerdem hat es zwei Bäder. Meinst Genau, du, dass... hier steht es nochmal genau. 122 Quadratmeter, 322 Grundstücksfläche, also das andere war die Wohnfläche, vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer und das 133.000. Meinst Und du, die das würden dich hier trotzdem besuchen, auch auf Madeira? vermutlich schon. Ich weiß ja nicht, ob ich auf Madeira gehe, weißt Ja, nee, du? sowieso, klar. Das hier zum Beispiel hat 170.000 kostet es. Haus mit, warte, die Fläche zeige ich dann gleich. Es hat geräumige und helle Zimmer. Warte mal, das ist viel zu klein, mal ein bisschen größer machen den Tag hier. Bin so weit weg von meinem Bildschirm immer, nämlich. Also, jetzt sind 3 Meter von meinem Bildschirm weg, das ist echt nervig. Aber manche Sachen geht es aber nicht bei allen. Also, hier, geräumige und helle Zimmer. Ausgestattete Küche. Zwei geräumige Zimmer, zwei geräumige Badezimmer, großer Balkon und freie Aussicht. Dazu Haus in einer, was? Haus in einem Land mit 281 Quadratmeter Immobilien. Was? Implementiert, keine Ahnung. Und die Wohnfläche hat 109 Quadratmeter, also etwas kleiner als die andere. 281 Quadratmeter Grundstücksfläche, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder. Das war, glaube ich, das mit diesem geilen, mit dieser geilen Dusche, oder? Ich habe mir einfach mal spaßeshalber ein paar. Ja, das war das mit der geilen Dusche. Da hast du einfach mal eine fette Marmorwand an der einen Seite. Hast du eine Ecke, ne? Also du kommst quasi zur Tür rein. Dann geht es um die Ecke noch ein Stückchen ins Zimmer rein. Da ist aber schon eine Marmorwand auf der linken Seite, dass du quasi nur so einen kleinen Tür hast, wo du einfach nur Badevorhang rüberziehst. Und dann stehst du schon in der Dusche quasi. Voll geil. Nice. Dazu hat noch eine Toilette und ein Waschbecken in dem Zimmer. Saugeil. Ja, und das kostet 170.000. Hast dabei auch noch einen schönen Garten dabei. Ist ein schöner großer Baum im Garten. Ja, mit Balken, die reingezogen sind, wo du so Sonnensegel reinhängen kannst. Ist richtig geil. Ich kann es ja mal kurz posten. Ja, gern. Das ist das Haus hier. Villa mit zwei Schlafzimmern. Kopieren. Das hier war das andere, was ich gerade vorgelesen habe. 170.000. Sag ich ja. Und das hier ist jetzt das Aktuelle, was ich jetzt gerade lese. Sind 230.000. Hier hast du vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer, 137 Quadratmeter. Grundstücksfläche, warte mal, ich gehe gleich die Grundstücksfläche. So, du hast Exklusivauftrag. Was ist denn ein Exklusivauftrag? Du hast fünf Schlafzimmer, du hast eine Terrasse, aber ohne direkte Nachbarschaft. Also eigentlich schön. Das Grundstück selber. Das musst du dir mal geben, Alter. Mein Grundstück, ja, was ich hier in Deutschland habe, das Grundstück, auf dem ich lebe, sind 1960 Quadratmeter in etwa Grundstücksfläche. Das hier sind 3105 Quadratmeter Ja, ein bisschen größer, ja. Grundstücksfläche. Ja, ein bisschen ist gut. Was war das jetzt? Hatte
jetzt den Typen zur Raison gerufen, weil der jetzt von meinem Grundstück runter ist und drunten bleibt? Oder war das ein anderer Hater? Was ist denn jetzt für eine merkwürdige Aktion? Ist er jetzt weg oder was? Nö, da ist er noch, aber er betritt mein Grundstück nicht mehr und gerade war er noch so penetrant, dass er die ganze Zeit auf dem Grundstück rumgerannt ist. Hauptsache er macht Stress. Er war auf dem Grundstück. Naja, vor dem Tor halt. Ach so, aber direkt davor dann so. Ja, auf dem Grundstück ist er trotzdem. Oh, ich habe Jo, den sieht vagen aus. Verdacht, ich komme heute nicht zum Duschen. Wieso immer noch, also immer noch so viele Besuche, oder? Er ist jetzt abgehauen, war eine Minute, 2 Minuten weg und dann ist er wieder gekommen. Oh Mann. Was für ein penetrantes Arschloch. Ich rufe bei der Polizei in etwa, wenn der 10 Minuten weg ist, wieder an. Ah, okay. Da der gerade schon mal weg war und wieder aufgetaucht ist, nach etwa 2, 3 Minuten, warte ich etwa 10 Minuten. Wenn die sonst abhauen, dann warte ich etwa 5 Minuten. Ja. Und eigentlich ist ein System, das sich eigentlich ganz gut bewährt hat. Außer die Polizei kommt innerhalb dieser 10 Minuten und regt sich hinterher auf, dass ich nicht angerufen habe. Der Grund, warum ich nicht aufräume, ist nicht, weil ich zu faul bin, obwohl das natürlich auch ein Grund ist, sondern weil ich einfach keinen Bock habe, die ganze Zeit hinter den Hättern herzuräumen. Alter, ich habe letzte Woche, ich hab vor 4 Wochen oder was, oder vor 5 Wochen, habe ich meinen Hof mit dem ganzen Müll entfernt und so, ne? Ja, ich weiß ja. Dann habe ich meinen Hof einen Tag später gekehrt, nachdem der Container wieder weg war. So, und dann habe ich jeden dritten Tag meinen Hof gekehrt. Wegen den Hatern. Weil dauernd Glasflaschen draufflogen sind und alles. Und was war jetzt am Freitag auf Samstag? Da waren es tausende von Brotscheiben und Eiern. Ja. Genau. Und dann habe ich meinen Hof ja mit dem Hochdruckreiniger am nächsten Tag gar sauber gemacht. Da habe ich das dann gleich mit weggeballert. Ja. Und jetzt, das war nicht einmal 24 Stunden richtig sauber, weil komplett sauber war er um, ja, um 16 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, naja, ein bisschen mehr als 24 Stunden waren es halt. Ja, und jetzt um 22:16 Uhr hat er so Farbdinger drauf geballert, wieder mit Glasscherben und allem drum und dran. Ich Ja. meine, nachdem es sauber war, waren gestern schon so Idioten da. Das musste mal geben. Gestern waren schon so Idioten da, die wieder Glasscherben draufgeschmissen haben. Heute früh habe ich die dann wieder schön zusammengekehrt. So. Und jetzt, ja, also da war heute Nacht, waren die ganze Zeit schon Glasscherben drauf, also gestern Nacht. Und jetzt habe ich dann die in der Früh zusammengekehrt und sauber gemacht. Und jetzt am nächsten Abend haut jemand wieder Farbe aufs Grundstück. Ich könnte mich da jetzt stundenlang aufregen drüber. Ja, also ich. Also Da beneide ich halt Drachen. Mein Chef hat gesagt, wenn du dich testen lässt, okay, ist in Ordnung. Aber wenn du dich impfen lässt, fliegst raus. Also passt. Bin zufrieden. Hat sich perfekt, komischerweise hat sich das perfekt mit meinen eigenen Interessen gedeckt. Also Komischerweise. muss ich sagen, mein Chef ist richtig cool. Hat genau meine Ansichten. Passt. Gut, dass ich schon seit 10 Jahren bei dem bin. Oder fast 10 Jahre. Kann ich auch bei deiner Firma anfangen? Nur wenn du einen Account hast, der mindestens 100.000 Abonnenten hat. Also ich habe mich tatsächlich für Warte, ich kaufe mir eben ein paar Abos. Ja. Die Sache ist halt die, ich traue diesen Impfungen nicht. Ja, Ich traue diesen das Impfungen nicht. verstehe ich auch. Die Sache ist halt, Corona ist zu schnell aufgetaucht und hat zu viel zu schnell ge kaputt gemacht. Ich traue dieser Aktion nicht. Und die wollen innerhalb von einem halben Jahr, ja, wollen die eine Impfung entwickelt haben? Ah, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Entweder war das langfristig geplant, es kommt doch kein Virus auf, tötet innerhalb von einem Jahr Hunderttausende von Menschen. Und innerhalb von einem halben Jahr hast du plötzlich eine Impfung dagegen. Sorry, das funktioniert nicht. Das kann nicht sein. Trump. Biowaffen sind derzeit erst noch so eine Randaktion gewesen bisher.
Mit denen wird noch experimentiert, aber spielt absolut keine Rolle, ob oder nicht oder wie oder hin oder keine Ahnung. Jetzt wird auf mein Grundstück geht, dann rücke ich mit denen gleich mal zusammen mit den Jungs. Also es ist letzten Endes so, dass ich finde es einfach komisch, dass sie direkt innerhalb von einem halben Jahr plötzlich eine Impfung haben. Da muss mehr im Busch sein als das. Und genau deswegen bin ich, was diese Impfung angeht, extrem vorsichtig. Ich bin nicht vorsichtig, weil es tausende Verschwörungstheorien davon gibt oder sonst was, sondern ich bin vorsichtig, weil ich denke, dass da irgendwas nicht ganz hinhauen kann. Außerdem, wenn wir jetzt schon bei Verschwörungstheorie zum Thema sind, wie genau ist das T-Virus ausgebrochen und wie genau ist es passiert, dass es plötzlich irgendwelche Zombie-Apokalypsen gegeben hat? Verdächtig. Naja, Parallelen sind auf jeden Fall da. das T-Virus war ursprünglich auch eigentlich ein Virus, der eigentlich Sachen heilen sollte und positive Sachen hervorrufen sollte. Und daraus ist dann der Zombie, sind dann die Zombies oder halt die Infizierten entstanden. Ja. Und das ist es halt, ne? Ja, klar. Ja, wie gesagt, wenn die Polizei dann nicht mal mitspielt, ist halt schwierig. Das ist halt der Peter wieder da. Der Peter. Das ist der Typ, der richtig abgefuckt ist. So eine Schicht. Weil ich dazu sagen muss, dass die letzten 2, 3 Tage tatsächlich überraschend gut waren. Das ist ein Polizist. Ich dachte gerade irgendwie ein Hater oder so. Nee, der heißt, das ist der Polizist, der heißt halt Peter. Herr, ach so, als Nachname. Jo. Okay, krass. Und abgefuckt, weil er keine Ja, gute so gut Arbeit wie macht nie oder was so. macht oder selten was macht. Ah, okay. Ja, ich bin's nochmal, hallo. Die zwei Leute, also der Mann und die Frau, sind jetzt nuntergelaufen Richtung Feuerwehrhaus. Ich meine, umschauen können sie sich trotzdem, heute ist viel los gewesen, leider. Also. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst. Okay, ja gut, dann hat sich das sicherlich erledigt, dann können wir das mal durchfahren kurz. Jedenfalls sind zwei oben im Eberler und die zwei sind nun bereits zum Feuerwehrhaus gelaufen vor ungefähr 5 Minuten. Weil ich warte ja immer ein paar Minuten, weil man weiß ja nie, die kommen ja manchmal wieder, ne? Alles klar. Gut. Dann, also die zwei, der Mann schaut aus wie der Vater und die Tochter quasi, die zwei, die nun gelaufen sind. Nur so. Vielleicht weiß man ja was davon. Keine Ahnung. Ich bin heute ein wenig verwirrt, Entschuldigung. Schönen Abend noch. Ciao.